frag mich, wieso bin ich wieder wach? Schon das vierte Mal, dass ich aufwache in dieser. Moin Leute und willkommen bei meinem neuen Video. Im letzten Livestream hatten wir als Thema Produktion, Fashion Business allgemein. Ich habe mir ein paar Sachen von euch angeschaut, meine Meinung dazu gegeben. Und wir haben allgemein über Marketing gesprochen, wie man Leute erreicht, wie man Reichweite aufbaut. Und ihr habt mich nach meinen Vorbildern zum Thema Business gefragt. Ich habe ja nicht wirklich Vorbilder in dem Bereich, sondern habe das Ganze ja Learning by Doing mir angeeignet. Und der Prozess ist natürlich nie abgeschlossen. Das heißt, man lernt nie in dem Bereich aus. Man sammelt ja immer noch Erfahrungen. Und ich glaube, das ist etwas, was man sein ganzes Leben lang einfach machen kann. Ich habe mir trotzdem ein paar Gedanken gemacht und ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich selbst befolge, und vielleicht ist es etwas, wo ihr auch einsetzen könnt. Also legen wir los. Tipp Nummer 1, verbringe weniger Zeit auf Social Media. Es ist komisch, das Ganze von mir zu hören, denn mein ganzes Business baut natürlich auf Social Media auf, aber ich persönlich privat surfe zum Beispiel kaum auf Instagram. Das heißt, die Zeit, die ich auf Social Media verbringe, ist fast 100% Business. Die Plattformen sind ja dafür konzipiert, den User, also quasi dich und mich, extrem lange ja ans Gerät zu binden, denn mit länger Zeit, die ich dort verbringe, kann mir mehr Werbung gezeigt werden und dementsprechend kann die Plattform einfach ja mehr Geld verdienen. Und wenn du mehr Zeit auf Instagram verbringst und von einem Bild zum nächsten scrollst, von einer Story zur nächsten Story, von einem Video zum anderen Video, wirst du einfach ja Zeit von deinem Tag verlieren und dementsprechend extrem ineffektiv sein. Deswegen mein Tipp: Wenn du auf Social Media unterwegs bist, dann kontrolliere die Zeit, versuche es vor allem businessmäßig zu nutzen, und um zu überprüfen, wie viel Zeit du auf Instagram zum Beispiel verbringst, gibt es ja zum Glück diese Funktion, die dir einfach deine Aktivität anzeigt. Deswegen sollte man da auf jeden Fall reinschauen und einfach zu gucken, ist man extrem viel Zeit auf Social Media unterwegs, und wenn ja, was habe ich in dem Zeitpunkt ja mir reingezogen? Waren es Sachen, die mich vorangebracht haben, oder war das einfach nur Entertainment? Also Tipp Nummer 1. Weniger Social Media. Tipp Nummer 2, versuche jeden Tag etwas Neues dazu zu lernen. Ich persönlich bin immer noch, auch wenn ich in dem grafischen Bereich schon ja eigentlich gefühlt alles weiß, was ich für meine Arbeit brauche, bin ich trotzdem immer wieder beim Tutorial schauen, gucke mir immer neue Sachen an, wie man etwas umsetzen kann, wie man neue Ansätze findet, wie man sich immer weiter verbessert. Zum Glück ist YouTube randvoll mit tollen Tutorials, mit Tipps und Tricks, die einen vor allem in seinem Business auch voranbringen können, in seiner Kreativität. Ich persönlich nutze wahnsinnig gerne YouTube, um im Videobereich stärker zu werden, um in Photoshop ein bisschen neue Sachen hinzuzulernen, vielleicht auch Methoden, die ich so nicht kannte, um meinen Workflow etwas zu verbessern. Das heißt, auch ich bin ständig auf der Suche nach neuen Sachen, die ich noch nicht weiß von den Programmen, die ich alltäglich benutze. Und dementsprechend ist mein Tipp an dich: Versuche jeden Tag was Neues zu lernen. Zieh dir lieber YouTube-Tutorials rein als einfach eine Serie oder einen Film auf Netflix, denn so verlierst du auf jeden Fall viel mehr Zeit und bist einfach unproduktiv. Tipp Nummer 3, bleib positiv. Versuche, keine negativen Gedanken in dir aufkommen zu lassen. Ich persönlich bin zum Beispiel ein extrem positiv eingestellter Mensch. Bei mir ist das Glas immer halb voll und nicht halb leer. Das nervt vielleicht andere, aber es ist für mich ja der Motivator, sage ich mal. Wenn etwas nicht klappt, dann verweile ich nicht in diesen negativen Gedanken und ärgere mich darüber, sondern sage: Okay, scheiß drauf, wie machen wir das? Und das ist etwas, was ich dir auf jeden Fall auf den Weg geben will. Versuche, deine Gedanken immer positiv zu halten. Versuche, negative Gedanken direkt aus deinem Kopf rauszubekommen. Und gib diesem Ganzen einfach keine Power, um dich vielleicht an deinem Vorankommen zu hindern oder dich zweifeln zu lassen. Ich glaube felsenfest an positive Gedanken. Ich glaube felsenfest an positives Denken und an positive Einstellung. Wenn du wirklich von innen heraus positiv denkst, dann wird dir auch alles gelingen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen und so ein bisschen Chaka-mäßig, aber glaub mir wirklich, positive Gedanken verändern dein Mindset oder rücken dein Mindset in die richtige Richtung und verschieben das Ganze einfach in eine Bahn, die dich auf jeden Fall voranbringt, als dich zurückhalten würde. Das heißt, bleib positiv, denk positiv und versuche, negative Gedanken direkt wieder auf die Seite zu schieben. Hier angeschlossen Tipp Nummer 4, umgebe dich mit positiven Menschen. Das heißt, umgebe dich mit Menschen, die wirklich dich voranbringen, die dich motivieren, die deine Vision verstehen, die dich auf jeden Fall hochziehen und nicht runterziehen. Das ist etwas, was wirklich sehr, sehr wichtig ist. Denn die Umgebung, in der du dich befindest, ist ja auch so, wie du dich ja selbst verhältst. Das heißt, du bist ein Spiegelbild deiner Umgebung. Wenn du mit Kumpels unterwegs bist, die nur chillen, die wirklich lazy sind und einfach nicht wirklich
ja, vorankommen wollen, beziehungsweise nicht in dein Mindset, sage ich mal, passen, die werden dich auf jeden Fall eher belächeln, runterziehen und auf keinen Fall voranbringen. Versuche dich auf jeden Fall mit Menschen zu umgeben, die positiv eingestellt sind, die klüger, erfahrener als du selbst bist, denn von diesen Menschen kannst du auf jeden Fall was lernen und die werden dich viel, viel weiter voranbringen als die anderen, die auf der Couch chillen, über alles Mögliche nörgeln und vielleicht deine Vision gar nicht so, ja, supporten können. Ich müde Profile, deren Stories, deren Feeds, die mich einfach nicht voranbringen, beziehungsweise entfolgt den einfach. Und das solltest du auf jeden Fall machen. Also umgebe dich definitiv mit positiven Menschen, von denen du einfach was lernen kannst. Tipp Nummer 5, versuche genug Schlaf zu bekommen. Ich persönlich schlafe ungefähr so 7-8 Stunden und ich brauche auf jeden Fall diese Zeit, um einfach meine Energien aufzuladen. Vor allem auch wenn ich viel kreative Arbeit oder ja Stress hatte, braucht mein Körper einfach diesen Punkt. Ich bin schon seit 2006 selbstständig und unterliege einfach ja extrem vielen Druck, extrem vielen Stress. Und damit man einfach nicht durchdreht oder vielleicht mit Burnout zu kämpfen hat, empfehle ich oder ist mein Tipp an dich, habe genug Schlaf. Gönn dir wirklich diese Ruhephasen von 7-8 Stunden. Es gibt Menschen, die tun sich dazu zwingen, nur 4-5 Stunden Schlaf zu haben, damit sie ja effektiver oder mehr Zeit vom Tag haben. Ich persönlich halte nichts davon, denn wenn der Körper müde ist, der Geist müde ist, dann wirst du auch in der längeren Zeit, die du dann zur Verfügung hast an dem Tag, ja nicht wirklich mehr schaffen. Also mein Tipp an dich, habe 7-8 Stunden Schlaf und das ist etwas, was mir persönlich extrem gut hilft und das ist ungefähr so mein Sweet Spot, den ich für mich quasi rausgefunden habe. In diesem Zusammenhang auch Tipp Nummer 6, finde deinen Rhythmus. Ich persönlich habe meinen eigenen Rhythmus mittlerweile gefunden, das heißt die Zeit, wo ich am effektivsten, ja, am kreativsten bin. Für mich ist die kreative Phase ja so die schwierigste Phase. Das heißt, diesen kreativen Moment zu finden, ist extrem schwer gewesen früher. Ich brauche eine gewisse Umgebung, einen gewissen Modus, sage ich mal, den ich um mich drumherum kreieren muss, um einfach, ja, kreativ zu werden. Daher mein Tipp, finde deinen Tagesrhythmus, finde einen Rhythmus, wo dein Körper, dein Geist für die Aufgabe, die du bewältigst, einfach am besten ja eingestellt ist. In meiner Phase ist es so, dass ich vor allem abends und nachts extrem kreativ bin. Das heißt, mein Körper, mein Geist ist dort am produktivsten. Dementsprechend ist mein Tagesrhythmus auch ein deutlich anderer. Manche schwören da darauf, früh aufzustehen und dementsprechend hat man ja länger was vom Tag und man fühlt sich so, dass man was geschafft hat. Kann durchaus möglich sein. Für mich persönlich ist es so, dass ich in der Frühe keinen kreativen Gedanken fassen kann. Ich kann da zwar Sachen abarbeiten, aber die kann ich auch später. Und meine kreative Phase ist, wie ich schon sagte, eher so in den Abendstunden. Da wird insgesamt meine Umgebung etwas ruhiger und da fängt quasi meine, ja, kreative Ader an zu sprühen. Und das ist für mich so mein Sweet Spot. Das heißt, für euch, um das Ganze mal so in Zahlen oder in tagesrhythmusmäßige Verteilung mal einzuordnen, komplett komplizierter Satz, aber egal. Ich stehe meistens so zwischen 9 und 10 auf, meistens ohne Wecker. Das heißt, mein Körper hat schon mittlerweile eine innere Uhr, sage ich mal. Ich fange an, meine ganzen Nachrichten durchzugehen. Das heißt, selbst wenn ich auf der Toilette sitze, gehe ich meine ganzen WhatsApp-Nachrichten durch. Extrem viele Nachrichten von der Produktion. Durch die Zeitverschiebung habe ich teilweise bis zu 60, 80, 100 Nachrichten, die ich durchgehe und beantworte. Meine E-Mails, genauso die Kommunikation mit meinen Mitarbeitern, mit meinem Team, wo ich Feedback gebe zu aktuellen Themen. Bin dann im Büro unterwegs, zu Terminen, Meetings etc. Das heißt, mein erster Teil des Tages ist extrem busy und extrem mit vielen Gesprächen verbunden. Dort eine kreative Phase zu finden, wird gar nicht oder ist gar nicht möglich. Dementsprechend ist mein kreativer Block relativ weit nach hinten gerutscht über die Jahre, wo ich wirklich alles erledigt habe und dann wirklich mich der kreativen Arbeit widmen kann. Das heißt, so 17, 18 Uhr geht mein Kreativschalter an und dann bin ich in meinem Element. Und teilweise geht das bis tief in die Nacht, das heißt, wenn ich den Rechner zuklappe, kurz danach gehe ich dann auch direkt schon schlafen. Das ist ungefähr mein Rhythmus, den ich für mich gefunden habe. Daher ist der Tipp an dich, finde deinen Rhythmus, wo du wirklich deine Aufgaben meisterst, wo du wirklich, ja, für dich am produktivsten bist. Okay, kommen wir auch schon zum letzten Tipp, den ich euch in diesem Video noch mitgeben möchte. Und zwar ist es, gönn dir eine Ruhephase. Ich
schaffe es nicht immer, aber versuche trotzdem immer zwischendurch Ruhephasen zu finden. Das heißt, meistens ist es dann der Sonntag bei mir, wo ich versuche rein gar nichts zu machen, was mit Arbeit zu tun hat. Das fällt mir persönlich relativ schwer, muss ich ehrlich sagen, aber ich zwinge mich da so ein bisschen, ja, einfach mal meine Ruhephase zu finden und einfach mal die Gedanken komplett von dem Thema abzulenken. Denn es ist wichtig, einfach die Energie zu tanken, den Kopf frei zu bekommen, um einfach wieder anzugreifen. Meistens ist es der Sonntag, wo ich versuche, einfach wirklich mal nichts zu machen, einfach das Hirn wirklich so offline zu lassen. Und das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist, um einfach keinen Burnout zu bekommen, um Energie zu tanken, um Akkus zu tanken, um einfach dann Montag volle Kanne loszulegen. Ich persönlich bin auch nicht der Typ, der sagt, Montag, ich muss wieder arbeiten, sondern sagen, okay, weiter geht's. Okay, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, diese Rubrik gefällt euch. Wenn ja, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen und ich versuche, das ganze Thema so ein bisschen weiterzubringen, euch meine Tipps zu geben, meine Herangehensweisen an gewisse Sachen. Ja, schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr gerne zu diesem Thema wissen wollt, was jetzt nicht unbedingt vielleicht mit Fashion zu tun hat, und ich versuche das in solchen Videos einfach euch mal zu beantworten. Bis zum nächsten Video. Ciao.